Your progress has been saved. Nice. Was heißt die Inventory full? Ach so, ich muss das wahrscheinlich verschieben. Ah nee, ich kann einfach nicht mehr tragen. Ja, das ist doof. Okay. Das ist tatsächlich doof. Oh, ich habe eine Mail. Nimm. Hello there, just got back from the fishing trip. You should come down to the beach sometime. I've got something for you. Willy! Yeah, Willy! Willy, Hausmeister. Stellt anscheinend Leben hier her. Was könnte ich da reinpacken? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Fiber brauche. Mixed Seeds. Okay, wir lassen erstmal das so und dann nehmen wir die Samen, die gemischten Samen, die pflanzen wir auch an. Ah, hier, guck mal, jetzt haben wir sogar schon Sprösslinge. Das ist natürlich cool. Ah, jetzt haben wir sogar noch mehr hier. Hier noch, da noch. Zack. Wo muss ich das jetzt auch nochmal gießen, Leute? Ja. Das ist doch ja anstrengend, das jeden Tag zu gießen. Das ist schon mehr als eine Stunde Arbeit. Also das Zeitmanagement in diesem Spiel ist äußerst komisch, weil ich habe es jetzt tatsächlich in einer Stunde geschafft, gerade mal aufzustehen. Ich bin ja in meinem eigenen Beef, also ich habe ja keine Dusche in meinem Haus, insofern passt das schon. Ich kriege ja genug Wasser beim Verkippen auf meine Füße ab, ne, wie man sieht, deswegen. Ja, und in dieser Stunde habe ich gerade mal geschafft, einen Brief zu lesen, etwas in eine Truhe zu schütten und Pflanzen zu gießen. Und mittlerweile ist es sogar 7.30 Uhr. Gut, dann füllen wir hier nochmal auf. Ach, da unten habe ich Energy und wenn die aufgebraucht ist, dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr laufen. Oder Sachen tun. Wird die bei jedem Schlag aufgebraucht? Ja. Und die verbrauchen wahrscheinlich auch unterschiedlich viel, um zu wissen. So, wir müssen also zum Beach. Also hier irgendwie runter. Der Fishing Shop hat offen. Wir haben nämlich noch keine Angel, das hätte ich nämlich gerne. Eine Angel wäre ganz cool. Da können wir nämlich fischen gehen. Ich schätze mal, dass man für Fische relativ viel Geld kriegt. Das wäre natürlich super. Ein Saloon haben wir. Ah, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Du siehst aus wie ein Streber. Nein, okay, ich nehme alles zurück. Du siehst nicht aus wie ein Streber. Shane, what do you want to? Go away. Okay, das ist anscheinend der Emo. Komischer Typ. Oh nein, sie haben Frito. Oder? Wie traurig. Das macht das Spiel echt serious, muss ich sagen. Oh, Cutscene! Hoch animiert. Billy sieht aus, als ob das nicht nur eine normale Puff-Pfeife ist. Ahoy there, son! Ahoy! Yeah, there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Meet ya! Ja. Mensch, er hat so den... Er hat den Seemann-Akzent, er hat den Bart. Er hat die gute Piratenlache. Er ist fähig, das Schiff zu steuern. Ah, I'm still trying to unwind from a month out on the salty sea. Salty, salty sea. No, nicht salty, salty. Sorry for my English. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Lecker. Finally saved enough to buy me a new road. Ach, jetzt kriege ich die alte Gammel Road. Bitte ich. Here, I want you to have my old fishing road. It's important to me that the Arnto fishing stays alive. And hey, maybe you buy something from the shop once in a while. Ah, ich überleg's mir. Nice. Cool. Mal einmal kurz blinzeln, so. There's good water here in the valley, all kinds of fish. Kinds of fish, sorry. Oh yeah. My shop's back open now, so come by if you need supplies. I also buy anything you catch. If it sells, it sells. If it smells, it sells. Nein, das... Ja, Willi, ich will ja nichts sagen, aber ich könnte dich auch ganz gut verkaufen mit deinem Ketchup auf deiner Pizza. Nichts gegen den guten Willi, aber ja. That's what my old puppy used to say anyway. Alles klar. Er kifft einfach fröhlich weiter. Gut.
Warum auch nicht? Probieren wir gleich mal aus. Okay, fail. Oh, hit. Was muss ich machen? Was? Nein. Nein, was? Click raise bar, release to lower bar. Was? Ach so. Ah, okay, okay. Oh, das war anspruchsvoll. Das ist echt ein bisschen... Aber hier kann, glaube ich, nicht abfallen, oder? Got it. Oh, ein Sunfish. Okay, also ich muss halten. Okay, das war nicht so gut. Angeln ist so spannend. Boah, Alter, viel zu schnell. Ah. Nein. Na, okay, ich brauche noch etwas Übung. Tut mir leid, deswegen. Ah. Over 9000. Maximal Power. Ja, mein Hit. Ah, warum bricht das denn immer so schnell aus? What the fuck, what are you doing, Fish? Bleib hier. Das verwirrt mich, das ist schwer. Bleib da. Ja, das war aber eine schwere Geburt. Und das nur wegen einer Sardinie. Ich glaub's auch. Alter. Kann ich das essen? Nee, natürlich. Ja. Komm, schmeiß weg damit. So. Okay. Wir gucken noch einmal bei Ihnen in den Fishing Shop vorbei. Oh, das. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Mit Rechtsklick, so. Hallo. Okay, ich kann mir hier eine Fishing-Route kaufen oder Trout Soup. Dass der Sandfisch einfach mehr wert ist, weniger wert ist als die Sardine. Ich meine, eine Sardine ist nur so ein kleines Ding. Ich meine, die sind zwar lecker, wenn man es mag, aber trotzdem. Hallo Möwe, komm zurück, Möwe. Oh. Was ist denn hier passiert? Wollten sich hier irgendwelche Indianer was schnitzen? Und was ist das? Ich habe ja gesagt, es gibt Pokémons auf dieser Insel. Okay, damit kann ich anscheinend nichts anfangen. Sind das Sandwürmer? Kann ich hier die Boden aufhacken? Ja. Oh. Clay. Steine. Cool. Mhm. Ein old fishing house oder sowas. It's locked, only all your friends can enter. Okay. Ist eine Brücke? With 300 pieces of wood, this could be fixed. Alles klar, wir haben eine Aufgabe. Ne, also wir werden auf jeden Fall das Holz sparen erstmal, versuchen. Das wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie was bauen könnten. Dann könnten wir darüber. Auch wenn das wahrscheinlich erstmal irrelevant zu Anfang ist, weil ich erstmal so in der Stadt klarkommen muss. Ach, den kenne ich noch nicht. Guten Tag. Ich wollte Ihnen mal Hallo sagen. Just place anything you want to sell in the shipping box next to... Ach so, das ist Louis. Der sieht von der Seite so anders aus. Mann, ich will auch einen Wagen. Wie hier einfach Reifen rumliegen. Alter, welcher Gammler wohnt denn hier? Räumt mal euren Garten auf. Oh, hallo. Doch nicht hallo. Pam. Pam. Ja, das ist ein Name. Pam. Hey Kid. The name's Pam. Nice. Hallo, Pam. Ich bin Martha. Er ist das coole Kid hier mit seinem Baseball. Nee, Football. Oh. Getrickst. Ach, Alex. Ach, Alex, Mensch. Grüße an Alex, ne? An der Stelle, wenn er denn mal irgendwie unsere eigenen Videos gucken würde. Tut er eigentlich nicht. Oh, hey, so you're the new guy, huh? Cool. Eigentlich würde ich gerne hier ein Bild von ihm reinmachen, aber das käme, glaube ich, nicht so cool. Dann würde er mich wieder irgendwie anmeckern. Deswegen machen wir das mal nicht. Kann ich fremde Post klauen? Nein, kann ich nicht. Schade. Ach, hier steht was Neues. Ne, doch nicht. Das ist nur der Terminplaner, wie immer.
So, geh ich mal in die Info. Ach, hier ist ein Laden. Da sind so viele Leute. Ich will euch alle Hallo. Ich will euch allen Hallo sagen. Hey there. Jody, oh, you aren't exactly how I imagined, but that's okay. I'm Jody. Ich habe mich in dieser kleinen Stadt noch nicht mal angekündigt, dass ich vorbeikomme. Ich habe nur den Brief geöffnet und bin gleich losgefahren. Wieso wissen die alle, dass ich da bin? Caroline! Hello, you must be Madron. Yep, genau. The new farmer, I'm Caroline. Alles klar. Sie sieht älter aus. Ne, sie sieht nur so älter aus. Sie ist gar nicht älter wahrscheinlich. Mani. Ah, Major Lewis told me you just arrived. I'm Marine. Marini. Mani. Die haben alle komische Namen. Hätte ich ja eigentlich mal gerne so ein Rudolf oder so ein Günther oder Rüdiger. Was ist denn jetzt los? What the fuck? Okay, gerade innerhalb dieses Momentes, wo ich hier lang lief, anscheinend war ich Motivationshilfe, hat die Stadt anscheinend hier den Fitness-Hype erwischt. Voll auf den Zug aufgesprungen hier. Ich meine, die einzigen, die das gut machen hier, ist Marie und sie hier. Ich weiß schon nicht mehr ihren Namen, das war Caroline, aber sie hier, Jasmin oder so. Lass mal eine Hantel. Gutes Kreuzheben, Mädchen. Nice. So, das ist Robin? Ja, das ist Robin, okay. Oh, echt? Gaspi so ein bisschen? Hä? But my legs need work. Oh. Schön. Und sie hier? Exercising can be fun, Emily. Ja, schön. Ja, sieht so aus, als ob sie das in einem Kleid macht, aber gut. Das ist none of my business. Ist anscheinend die Kirche hier, oder was? Naja, egal. Gut, dann gehen wir erstmal wieder in den Lebensmittelladen. Das interessiert mich nämlich viel mehr hier. For sale. Ah, Backpack Upgrade, 2000 Gold. Gut, ich muss sparen. Dann weiß ich schon mal, was ich spare immerhin. Dann haben wir hier Seeds, Bean Starter. Kaffee Seeds. Ja, naja, viel coolen Sachen. Apple Sapling. Boah, die Saplings sind aber teuer. Halleluja. Cherry Sapling, 3400. Puh. Flooring, 100. Wallpaper auch 100. Vinegar, Öl, Reis. Auch Reis haben wir auch noch. Was kann man wahrscheinlich nicht anbauen? Ne, kann man nicht. Grass Starter. Ja, natürlich. Ich reiß das Gras aus meinem Garten raus, damit ich es wieder neu einpflanze für 100 Gold. Ich glaub's auch. Digest Seeds. Ah. Okay, 7 Days. Ah, das steht dran. Wie lange brauchen die hier? 4 Days. Ah, siehst du, sage ich ja, die brauchen gar nicht so lange. Ist cool. Steht da auch. Ja, schade. Ich wüsste mich gerne, ob ich da auch nochmal Samen rauskriege aus den Dingern, weil wenn, dann würde es sich ja lohnen, von jedem Ding halt irgendwie ein paar Samen zu kaufen, die anzupflanzen und dann durchzubringen. Dann hätte ich nämlich von jedem irgendwie Samen. Aber so ist auch okay. Gut, dann wissen wir schon mal, auf was wir sparen können. Moment. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Es sieht mir aus wie Würmer. Aber ich krieg Clay raus. Das ist seltsam. Es ist sehr seltsam. Ah ja, stimmt ja. Ich kann ja auch craften. Das wäre mal interessant. Was kann ich denn hier craften? Wooden Fence. Kann ich hier ein Gate craften? Und ein Chest. Wooden Path. Cobblestone Path. Campfire. Alles klar. Dann weiß ich schon mal, was ich mache. Dann werden wir jetzt ein bisschen hier aktiv und holen mal ein bisschen was aus dem Boden raus. Ja. Ich weiß nicht, dieser Baum stört mich irgendwie. Den hack ich ab. Mal sehen, wie viel ich daraus kriege. Einiges. 12. Und Steps. Alles klar. Ja. Ah, okay, also tatsächlich wie damals bei Harvest Moon. Deine Axt ist nicht stark genug, auch wenn sie aus Metall ist. Du brauchst eine aus Diamant oder so. Gut, verstehe ich natürlich. Macht Sinn.
Eigentlich nicht, aber passt schon. Wenn ich lange genug da drauf klappe, dann würde das auch wahrscheinlich kaputt gehen, aber nein. Was ist das? Ja. So, 33 Holz. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich will immerhin noch die Box haben, damit ich da ein paar Sachen reinwerfen kann, die ich nicht brauche oder die ich brauche. Je nachdem, wie man es nehmen will. Schön, wie diese Blätter hier rumfliegen. Das finde ich süß. Das sind so Details, die machen Spiele halt wirklich aus. Ja. Ein bisschen Fisch dort. So. Ein bisschen brauchen wir noch. Ich glaube, das lassen wir erstmal hier so mit den Bäumen. Ich weiß noch nicht, welche ich stehen lassen möchte oder ob ich überhaupt welche stehen lassen möchte. Aber passt schon irgendwie so. Gut, dann müssen wir auf Crafting Chest. Nice. Kann ich die überall hinstellen? Ich würde die gerne hier irgendwie so in den Garten stellen. Jupp, das passt doch. Sehr schön. Dann packe ich das erstmal rein. Nee, danke. Ich überlege, ob ich den Clay verkaufe, aber ich glaube nicht. Ich denke mal, der wird hilfreich sein. Ich glaube, ich behalte den erstmal. Die Steine brauche ich erstmal. Okay, Kohle haben wir auch gefunden. Packen wir auch rein. Die könnten wir wahrscheinlich auch später. Ne, das waren die Steine. Die brauchen wir noch. Die könnten wir nämlich auch mal gebrauchen. Kohle, denke ich. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Gras hier. Okay. Boah, ist das hochgewuchert hier. Obwohl dieses hohe Gras echt cool aussieht, muss ich sagen. Das sieht echt schick aus. Ah, siehst du, sage ich ja, wir haben ja noch einen größeren See hier. In dem können wir wahrscheinlich auch angeln. Da liegt auch irgendwas auf dem Boden von dem See. Wäre natürlich cool, wenn es später eine Taucherausrüstung oder so gäbe, das bezweifle ich. Noch schauen, abwarten. So, wir hacken uns hier einfach mal fröhlich durch. Ja. Okay. Das Lagerfeuer brauchten wir, glaube ich, 10 von einem. Ah, okay, also, nee, doch nicht. Er hat nicht in die Richtung, in die ich gucke. Das ist ein kleiner Baum, oder? Dahinter. Ich glaube, ja. Aber da oben noch ein bisschen Holz, was weg kann hier. Diese leeren Dinger sind ja doof, die liegen eh nur im Weg. Bäume sind eigentlich nicht hübsch, aber ich will auch nicht alle Bäume stehen lassen. Das wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll. You're starting to feel exhausted. Alles klar, kann ich irgendwie was essen dagegen? Ja, noch nicht fertig. Nummer 14. Wie sieht es denn hier mit den Dingern aus? Energy plus 40. Es halt. Doch. Weg mit dem Scheiß. Passt. Ist klar, so dann bauen wir hier noch das Lagerfeuer, das hätte ich ganz gerne. Zack. Das natürlich auch in die Nähe vom Haus, damit es irgendwie was anzünden kann. Ich kann es leider nicht auf die Veranda tun, das tut mir im Herzen weh, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Machen wir hier hin. So. Wow, es braucht noch nicht mal Feuer. Kann ich daran irgendwas machen? Kann ich da was grillen? Kann ich Holz reinwerfen? Nee. Wow, toll. Das hat's jetzt gebracht. Okay, das brauchen wir erstmal nicht. Also wir brauchen das Fiber anscheinend auch später. Dann heben wir das auch erstmal auf. Dann gehen wir erstmal schlafen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange hier man wach bleiben sollte oder so, aber wir haben ja auch wenig Energie, insofern passt das schon. Okay. Second of Spring, Year One. Ach so, das ist das, was wir verkauft haben. Ah, okay, ich verstehe.